Willkommen bei Gottenbub. Heute geht es mal um den Hornklee. Ja, das hier. Blüht ganz niedlich jetzt von September an. Das ist immer, wie gesagt, das Wetter ändert sich ja ständig. Bis in Oktober rein. Hier, ich halte mal meinen Finger nehmen, damit er meinen Fingernagel, damit er seht, wie klein die Blüten sind. Sieht doch ganz hübsch aus. Wenn der, bei idealen Bedingungen vermehrt er sich natürlich gigantisch. Aber als Bodendecker zwischen den Beeten, ja, ist es eine feine Sache. Ja. Und gut, es gibt es so, wenn er sich im Rasen, kann er sich gigantisch vermehren. Ja, manchen gefällt das nicht. Ich kenne Gärtner, die sind gegen alles, was sie nicht kennen. Da ist alles eine Wildpflanze, muss weg. Ja, aber wie jetzt im Herbst, er blüht eben wunderschön. Und wenn er eben da wächst, na, da wo er es bearbeitet, wächst er dann eben halt nicht mehr, wenn er dann mit der Hacke, wenn man das weghackt, ja. Und geht natürlich im Rasen nicht, dann. Es gibt unzählige Gifte gegen diesen Klee, wie es gegen alles Chemikalien gibt. Mein Gott, aber man kann ihn noch so in Grenzen halten. Ja, und wenn regelmäßig der Rasen früher vertikutiert wird oder zwischendurch mal gelüftet, ja, dann passiert das auch nicht, dass er sich gigantisch ausbreitet. Ja, so, ich kann hier mal ein Stückchen hochheben, damit ihr mal seht. Habt ihr einmal diese Kleeblätter hier dran? Ja, seht ihr ja. Und jetzt hier die Früchte. Ja. So, und wenn die aufgehen, dann bups, und dann fliegen die Samen überall hin. Ja, so, man kann noch essen, wenn ich jetzt das Blatt hier mal abmache. So, ja, will nicht. Ja. Was soll ich jetzt das erklären? Manche sagen ja säuerlich oder... Jeder Geschmack ist wieder anders. Müsst ihr mal prüfen, kostet doch einfach mal. Gut, bei der Größe, naja, kann man vielleicht mal ein paar Blüten abzupfen jetzt zum Herbst und als Deko irgendwo drauf machen. Ja, oder es ist sehr intensiv, wenn er da kostet, könnt ihr ja auch mit einer Suppe machen. Oder ihr bratet euch irgendwas, aber nicht zu viel mit einmal. Bei Steingärten oder überhaupt bei den Sommern, die wir jetzt haben, wenn der als Bodendecker um die Pflanzen wächst, habt ihr eine wunderbare Abdeckschicht und das Wasser verdünstet nicht mehr so, braucht weniger Gießen. Ja, also Bodendecker, wenn das so weitergeht mit den Sommern, wie wir sie jetzt hatten, dann werden die Bodendecker wahrscheinlich zunehmen. Ja, dann braucht man nicht immer mulchen. Ja, ja, jetzt kann ich ja hier Lauch noch ernten von der Zwiebel und mache noch ein paar so eine kleine Blätter mit dran. Ja, ihr könnt doch diese Samenstände hier essen und die Blüten. Ja, wer daraus einen Salat machen will, der braucht er ja wirklich ein ganzes Beet voll. Aber es ist ja dekorativ jetzt zum Herbst. Ja. Und ihr könnt ja immer mal naschen zwischendurch. Wie gesagt, einfach mal probieren. Und dann müsst ihr selber einschätzen, ob er da mal, ja, ich weiß nicht, wer ein bisschen Eiersalat macht zum Beispiel und will das ein bisschen säuerlich haben. Wie gesagt, vorher probieren. Es passt ja nämlich jedes Gewürz an jede, oder jedes Kraut an jedes Essen. Ja. Aber wie gesagt, ist eine schöne Pflanze, seht ihr ja. Ja, und wenn ich hier so einen Rand, wenn er sich noch ein bisschen ausbreitet, dann kann die Kante hier so zuwachsen. Ja, und die Blüten gehen aber nur auf, wenn es richtig die Sonne scheint. Ja, die ist gerade verdeckt bei uns, war aber da richtig, jetzt ist eine Wolke davor. Ja, darum sind die Blüten noch offen, ansonsten schließen sie sich wieder. Ist doch ganz niedlich, ja. So viel zum Klee. Das war's, viel Spaß. Auch mal mit diesen kleinen Mini-Zierpflanzen, auch für den Steingarten. Bis zum nächsten Mal.